Ja, liebe Genossinnen und Genossen, mit dem heutigen Tag wählen wir nicht nur unsere Landesliste, für deren Platz 1 ich mich hier bewerbe, wir starten auch in den Wahlkampf. Ein Wahlkampf unter ungewöhnlichen Bedingungen, in ungewöhnlichen und schwierigen Zeiten. Vielleicht mit anderen Aktivitäten, als wir es früher gewohnt waren, mit neuen pandemiegerechten Aktionsformen und auch digitalen Formaten. Ich finde, wir zeigen heute, die Linke Schleswig-Holstein kann digital, und das finde ich auch gut. Es gibt aber auch, also mir geht das jedenfalls so, einen ziemlich großen Hunger nach Kontakt und Gesprächen. Ich vermute, dass es vielen so geht, euch und auch unseren potenziellen Wählerinnen und Wählern. Und ich glaube, das kann auch eine gute Chance für uns sein, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen und mit ihnen darüber zu diskutieren, dass sie uns ihre Stimme geben. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf, mit euch gemeinsam in einen aktionsorientierten Wahlkampf loszulegen. Wir treten an für die, die keine Stimme im Bundestag haben. Wir treten an für die, denen Solidarität mit den Geflüchteten genauso wichtig ist wie die Solidarität mit den Beschäftigten von Sana oder Aldi, die derzeit auch in Schleswig-Holstein um ihre Arbeitsplätze bangen müssen. Wir treten an für die, die für ihre sexuelle und körperliche Selbstbestimmung Aktion machen, für die, die in gewerkschaftlichen Kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und höhere Renten streiten. Wir treten also an für die vielen, nämlich für alle, die nicht zu den Herrschenden und Mächtigen gehören, sondern täglich enteignet und sogar entrechtet werden. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir lassen nicht zu, dass die Menschen gegeneinander ausgespielt werden oder ihnen eingeredet werden soll, sie seien selber an ihrer Lage schuld. Wir stehen nämlich als Linke für das Gegenteil. Wir stehen für Gerechtigkeit, für Solidarität und für Menschlichkeit. Und dafür reicht es nicht aus, im Parlament zu sitzen und Anträge zu produzieren. Im Parlament erheben wir unsere Stimme, benutzen es als Bühne, wie Rosa Luxemburg so treffend formulierte, aber auf der Straße, da organisieren wir unsere Durchsetzungsstärke. Liebe Genossinnen und Genossen, die Pandemie hat viele der gesellschaftlichen Probleme noch mal sichtbarer gemacht. Und die Pandemie hat auch eindeutig gezeigt, wir leben in einer Klassengesellschaft. Der Virus betrifft alle, aber eben nicht alle gleich. Von den Beschäftigten mit einem Gehalt unter 2.000 Euro hat jede zweite 25% des Einkommens verloren. Bei jedem Zehnten oder jeder Zehnten sind es sogar mehr als 50% Einkommensverlust. Die Krisenprofiteure, die freuen sich dagegen über Milliardengewinne. Ich sage nur Quant plus 9,2 Milliarden, Schwarz von Lidl 14,4 Milliarden oder Amazon 21,3 Milliarden Dollar. Während die Armen immer ärmer werden, werden die Reichen immer reicher. Und während immer noch viele Menschen auf ihre Überbrückungshilfen warten, die sie zum Überleben brauchen, bekamen große Unternehmen schnelle Milliardenhilfen ausgezahlt, zahlen ihren Aktionären trotzdem Dividenden aus und entlassen die Leute. Liebe Genossinnen und Genossen, letzte Woche ging es im Bundestag genau darum, nämlich die Vermögenden für die Kosten der Krise bezahlen zu lassen. Es wird euch nicht überraschen, aber unsere Fraktion war die einzige, die dafür gestimmt hat. Wir sollten uns selber immer wieder klar machen, was nach der Bundestagswahl ohne starke Linke droht. Kürzungen im Sozialen, Reallohnverluste, Nullrunden bei der Rente und ein weiterer Ausverkauf der öffentlichen Infrastruktur, in einem Wort ein Kahlschlag. Und das müssen wir verhindern, liebe Genossinnen und Genossen. Und was eine nach rechts offene Union mit solchen Leuten wie Maaßen, Merz und Amthor im Team Laschet bedeuten, das muss ich vermutlich gar nicht ausführen. Das ist die reinste Dystopie. Es kann für uns nur heißen, die CDU muss raus aus der Regierung und auch dafür brauchen wir eine starke Linksfraktion im Bundestag. Und wie zurzeit Unternehmen die Situation ausnutzen, um ihre Beschäftigten loszuwerden, das kann einen nur noch wütend machen. Bei der 1. Mai-Kundgebung in Elmshorn hat ein Kollege vom Aldi-Regionallager Horst eindrücklich berichtet.
Der Arbeitgeber hat die Kolleginnen in kleinen Gruppen informiert, dass sie ab Dezember keine Arbeit mehr haben werden. 250 Beschäftigten wurde dann noch gesagt, dass sie selber sehen müssen, wie es weitergeht. Der Kollege wird dann zum Beispiel noch 4 Jahre bis zur Rente haben. 2 Jahre ALG I und danach Hartz IV. Nein, ehrlich gestanden nicht mal das. Denn er hat über viele Jahre ein bisschen was zurückgelegt, damit er in der Rente mehr zum Leben hat. Und das wird er erst aufbrauchen müssen, bevor er überhaupt Hartz IV bekommt. Liebe Genossinnen und Genossen, dieses Hartz-IV-Regime ist unwürdig. Es muss endlich durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzt werden. Und auch deshalb brauchen wir eine starke Linke im Bundestag. Und wir brauchen diese starke Linke wegen der Kolleginnen und Kollegen der Sana-Kliniken. Ich meine, ein Arbeitgeber, der im letzten Jahr 66 Millionen Gewinn gemacht hat, aus Gesundheit Profite schlägt, sagt in der Pandemie zu 1000 Beschäftigten, you are fired, das geht gar nicht, da machen wir nicht mit. Wir sind solidarisch mit den Kolleginnen und Kollegen und ich fordere nochmal an dieser Stelle, die Maßnahme muss zurückgenommen werden. Wir brauchen ein Gewinnverbot für Krankenhauskonzerne. Gesundheit gehört in die öffentliche Hand. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin Feministin, Menschenrechts- und Sozialpolitikerin. Ich brenne für diese Themen, weil mich der Gedanke an eine solidarische und menschliche Gesellschaft antreibt und weil ich Ungerechtigkeit nicht ertragen kann. Das Selbstverständnis meiner Arbeit lautet, nie ohne die Betroffenen, nie ohne Kontakt zu den außerparlamentarischen Akteuren, immer gemeinsam mit der Partei. Keine Stellvertreterpolitik, sondern aktivieren, Bündnisse schmieden. Abgeordnete haben zwar die Bühne, sie sind aber nicht die Hauptdarsteller. Ich habe in den letzten Jahren viele Themen bearbeitet und in der Fraktion verantwortet. Paritätisches Wahlrecht, Kampf gegen Gewalt, Obdachlosigkeit, Geburtshilfe, die Beteiligung von Frauen in Krisen- und Konfliktprozessen, reproduktive Gerechtigkeit und einiges mehr. Auf ein Projekt bin ich wirklich ein bisschen stolz, weil wir als Linke und auch ich als politisch Verantwortliche einen großen Anteil daran haben. Es ist eine neue Bewegung entstanden, und zwar eine Bewegung für Selbstbestimmung und die Streichung der Paragraphen 218 und 219a. Und auch wenn wir die Streichung des 219a, also des sogenannten Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche, was ja völlig sowieso absurd und bekloppt ist, trotz Mehrheit nicht im Bundestag durchsetzen konnten, weil die SPD mal wieder eingeknickt ist, sind aber sehr, sehr viele aktiv geworden. Und es geht in dieser Bewegung schon lange nicht mehr nur um die Legalisierung von Abtreibung. Es geht auch darum, sich für ein Leben mit Kindern entscheiden zu können, und zwar ohne Armutsgefahr und mit der Ausstattung mit sozialen Garantien. Wir stehen in diesem Kampf mächtigen und gut organisierten Gegnern gegenüber und die Angriffe werden immer härter. Die reaktionären und evangelikalen Kreise rüsten weltweit auf und auch hierzulande. Sie haben im Bundestag ihre Entsprechung, ihre Vertreter bei den Nazis gefunden. Liebe Genossinnen und Genossen, gerade der Kampf für reproduktive Gerechtigkeit, für Frauen und für Menschenrechte zeigt uns immer deutlicher, wie eng eine linke feministische Politik und der Kampf gegen rechts miteinander verknüpft sind. Ich möchte diese Kämpfe mit euch gemeinsam und mit den vielen aktiv gewordenen weiterführen. Verhindern wir den Kahlschlag, machen wir das Land gerecht. Dafür bitte ich um euer Vertrauen, um eure Unterstützung und eure Stimme. Vielen Dank.